Momentan wird ja sehr viel gegen Rechtsextreme demonstriert und das ist gut, keine Frage. Wir alle wissen, was Rechtsextreme so machen und Rechtsextreme an der Regierung haben noch nirgendwo auf der Welt jemals irgendetwas zum Guten bewirkt. Weder in Polen, noch in Ungarn, noch in den USA unter Trump, noch in der Türkei, noch in Israel und schon gar nicht bei uns, wie das dunkelste Kapitel von Deutschlands Geschichte gezeigt hat. Menschen sowie Demokratieverachtung und Hass sind die denkbar schlechteste Basis, auf der Politik für eine Mehrheit der Bevölkerung stehen kann. Also ist alles, was Rechtsextreme einschüchtert oder sie klein macht oder klein hält, gut. Viele Redner und Rednerinnen auf diesen Kundgebungen haben in meinen Augen das eigentliche Problem entweder nicht erkannt oder es schlichtweg ignoriert. Ich weiß es nicht. Das Problem sind meiner unmaßgeblichen Meinung nach jetzt nicht die paar überzeugten Nazis oder Neonazis. Unbelehrbare Arschlöcher wird es in allen Teilen der Welt, also auch natürlich bei uns, immer geben. Es hat sie schon immer gegeben und es wird sie auch immer geben. Nichts, was wir tun, kann daran auch nur das Geringste ändern. Und eine Demokratie sollte die paar Idioten schon aushalten können. Jedenfalls, solange sie sich an die Gesetze und die Spielregeln, die demokratischen, halten. Ein Problem bekommen wir aber regelmäßig dann, wenn ausgerechnet diese Art an die Macht kommen. Und wie kommen die an die Macht? In einer Demokratie, in der sie von einer relativ großen Zahl von Menschen gewählt oder auf andere Weise, beispielsweise finanziell, unterstützt werden. Nicht die Nazis sind das Problem, sondern die vielen Menschen, die sie allen Ernstes als die Rettung in der Not oder die Alternative zum abgehobenen Establishment sehen. Nicht, dass Nazis halten könnten oder gar wollten, was sie versprechen. Es gibt keine einfachen Lösungen für komplexe Probleme. Wer das ernsthaft glaubt, hat nur die Probleme nicht verstanden. Und ein Blick in die Partei- und Wahlprogramme der AfD sowie in ihr Abstimmungsverhalten zeigt überdeutlich, dass ausgerechnet die ganz bestimmt nicht die Partei des sogenannten kleinen Mannes sind, die seine Nöte lindern wollen. Ganz im Gegenteil. Und dennoch fahren die bei Umfragen und Wahlen momentan Rekordergebnisse ein. Warum? Fragt doch einmal ihre Unterstützer und ihr bekommt eine Antwort. Vielleicht keine, die euch gefällt, aber eine ziemlich eindeutige Antwort. Und die lautet: Man kann ja niemanden mehr wählen. Sachlich mag diese Antwort nicht gerechtfertigt sein. Aber so ganz von der Hand zu weisen ist die These leider auch nicht. Schauen wir uns doch die Parteienlandschaft mal an. Einen in sich geschlossenen neoliberalen Block. Sie alle, FDP, CDU, CSU, die Grünen, die SPD sind unverrückbar von der Alternativlosigkeit eines Wirtschaftssystems überzeugt, dessen Ziel und nachweisliches Ergebnis der letzten Jahrzehnte die Umverteilung von unten nach oben ist. Es ist ein System, das Menschenrechten, dem Gedanken der Gleichwertigkeit der Menschen und der Demokratie selbst spottet und das man definitiv nicht guten Gewissens als menschenfreundlich, fair oder sozial bezeichnen kann. Dieses System produziert Reichtum für wenige und Armut für viele, denn es basiert auf Ausbeutung, einerseits international, andererseits auch national. Viele fühlen sich deshalb abgehängt, ihre Interessen und Nöte werden nicht mehr artikuliert und werden im politischen Entscheidungsprozess schon lange nicht mehr als relevant erachtet, außer
vielleicht im Wahlkampf. Und Worte sind wohlfeil. Das wissen wir von der SPD oder auch den Grünen. An den Taten sollte sie messen. Also, wen wählen, wenn man endlich eine menschliche, faire und soziale Politik will, in der es Chancengleichheit für alle gibt und keiner Angst um seine Existenz haben muss? Also, mir fällt die Antwort darauf schon schwer und ich beschäftige mich ziemlich intensiv mit Politik. Jemanden, der sich vielleicht nicht so intensiv damit beschäftigt, mag die Antwort noch schwerer fallen. Oder einfacher. Immerhin gibt es eine Partei im Bundestag, die das Wort Alternative sogar im Parteinamen trägt. Und die von allen etablierten Parteien gefürchtet wird. So sehr, dass diese teilweise sogar deren Sprache und deren Forderungen übernehmen, wie kürzlich erst das Ziel der Quasi-Abschaffung des Asylrechts. Das, möchte ich hinzufügen, überhaupt erst als Antwort auf die Nazi-Diktatur im Grundgesetz verankert worden ist. Denn Millionen Deutsche wurden getötet, weil sie im Ausland keine Zuflucht vor den Nazis gefunden haben. Die AfD tut das, was sie angekündigt hat. Sie treibt die anderen Parteien vor sich her und verschiebt den Diskurs und die Grenzen des Sag- und Machbaren deutlich nach rechts. Die klassischen Appelle erreichen die Abgehängten längst nicht mehr. Als bekannt wurde, dass der Freie Wähler-Vorsitzende Aiwanger in seiner Jugend stramm antisemitische Flugblätter verteilt hat, wurde er nicht etwa mehrheitlich zum Rücktritt gedrängt. Nein, im Gegenteil. Er hat an Popularität zugelegt. Einer, der sich was traut. Halt. Einer, der gegen das Establishment auftritt. Der Abscheu vor der Mehrheit und ihren als verlogen wahrgenommenen Werten ist groß und nicht ganz unberechtigt. Man braucht nur die sogenannte wertegeleitete und stets mit zweierlei Maß messende Außenpolitik von Annalena Baerbock anzusehen, ein Symbol für alles, womit die Ampelparteien und natürlich auch die Union von vielen identifiziert wird. In diesem Abscheu, in dieser Verachtung liegt die eigentliche Gefahr für unsere Demokratie. Man traut den etablierten Parteien nicht mehr zu, an einer echten Lösung interessiert zu sein. War es das womöglich mit Grundgesetz, Menschenwürde, Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit und Frieden? Denn ein neoliberales Weiter-so wird zukünftig nicht weniger, sondern mehr Abgehängte produzieren und damit mehr Gefolgschaft für rechtsextreme sogenannte Alternativen. Und daran werden alle Demos und Kundgebungen gegen rechts nichts ändern, so gut sie auch gemeint sind. Und das können wir nicht wirklich wollen.